gesagt haben, das liegt da, der auf der Einheit von Weber. Ja, sehr geehrten Damen und Herren, das Großprojekt Stuttgart 21 ist im Straucheln. Wir kennen den aufgebrauchten Risikopuffer und den mehrjährigen Zeitverzug. Und wir stellen uns die Frage nach der Chance für einen Umstieg. Einführend möchte ich deshalb zwei Aspekte nennen, die zu dem letzteren, zur Frage der Umkehrbarkeit von Stuttgart 21 für die breitere Öffentlichkeit eine hohe Bedeutung haben. Der berühmte Point of No Return ist ja schon erreicht und sozusagen gibt es da keine Umkehrbarkeit. Nun wissen wir aus dem Entschwärzungsprozess gegen das Kanzleramt, den ich ja am 26. Mai in Berlin zu Ende führen konnte, dass der 2013 getroffene Weiterbaubeschluss des Aufsichtsrats der Bahn auf einer massiven und sachfremden Einflussnahme der politischen Prominenz im Frühjahr 2013 beruhte. Das ist eingestanden, das ist unstreitig durch sehr viele Medienberichte aus der Zeit vom Februar, März 2013 belegt und vom Kanzleramt in dem Prozess nicht in Abrede gestellt. Diese rechtswidrige Belastung darf keinen Bestand haben. Nun hat das Kanzleramt darüber hinaus im Schriftsatz vom 2. Juni 2015 erklären lassen, wörtlich, die Frage eines Abbruchs des Projekts ist kein abgeschlossener Vorgang. Für den Fall, dass es zu weiteren Mehrkosten kommt, stellt sich die Diskussion wieder. Das ist abrufbar unter der Webseite strafvereitlung.de, also authentisch, Originalton, Kanzleramt, das ich so mitgeteilt habe. Nun gibt es aus den Strafanzeigen, die unternommen wurden im Blick auf den Vorwurf der Untreue, weiterhin Aussagen der Staatsanwaltschaft Berlin, die immer vor der Frage stand, ist hier der Vorwurf der Untreue, lässt er sich verfolgen oder nicht? Das wurde, was den objektiven Gehalt der Untreue, das heißt der Vermögensschädigung der Bahn durch den Weiterbaubeschluss betraf, überhaupt nicht in Zweifel gestellt, sondern es wurde nur in Zweifel gestellt, dass die Bahnmanager und die Aufsichtsräte ihnen bewusst gewesen sei, dass geringere Ausstiegskosten gegenüber den Weiterbaukosten vorhanden seien. Das heißt, dieser Maßstab ist also auf der rechtlichen Seite zwingend. Wenn es sich erweist und auch ins Bewusstsein kommt, dass die Ausstiegskosten die Weiterbaukosten des Projekts deutlich überschreiten, dann besteht eine Rechtspflicht für einen Umstieg aus Stuttgart 21. Weil nur auf diesem Wege dann eine pflichtwidrige Schädigung der Bahninteressen vermieden werden kann. Wie sich aus dem Vortrag von Dr. Viereck ergibt und aus dem Gutachten, das Ihnen bekannt ist, gibt es diese Kluft von 4 bis 6 Milliarden Euro, um die die Ausstiegskosten nach seiner fundierten Berechnung günstiger ist. Und nun könnte man sich ja fragen, ja gut, die Bahn wird, jetzt gibt es die Kluft von 6,5 bis 9,8 Milliarden in den Berechnungen, wobei bei den 6,5 Milliarden der Risikopuffer ja überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Wenn man den Risikopuffer von 1,45 Milliarden, der im Finanzierungsvertrag enthalten war, einfach mal drauf schlägt, dann sind wir bei 7,5 bis 8 Milliarden. Wenn wir also dann aus seiner Berechnung von 9,8 Milliarden, ich sage jetzt mal rund 2 Milliarden runternehmen, dann ist immer noch die Kluft von 2 bis 4 Milliarden günstigere, würde der Ausstieg günstiger ausfallen um 2 bis 4 Milliarden und damit zwingend diesen Ausstieg auch wahrzunehmen. Das auf meine Weise, diesen Aspekt zu Ende gedacht.
Nun, sich an dieser Fragestellung vorbeizumogeln, wie es der Bahnvorstand in seinen Meldungen der letzten Zeit tut, das geht schlicht nicht. Der Bahnvorstand traut sich, diese zentrale Frage auszuschweigen und setzt sich damit Haftungsrisiken aus. Und das darf sich der Aufsichtsrat nach meiner sicheren Überzeugung nicht bieten lassen. Er muss hier einen sicheren Boden als Fundament für die weitere Entscheidung gewinnen. Da gesteht nun die Bahn jetzt 2 Jahre Bauzeitverzögerung ein als weiterer Aspekt. Sie hat 2013 nach bahneigenen Unterlagen, die in dem Dossier des Verkehrsressorts vom Februar 2013 enthalten waren, bereits 32 Monate, also 3 Jahre Zeitverzug eingestanden gehabt. Sie nähert sich wieder sukzessive der Wahrheit und verschweigt, dass sie in Wahrheit mit 3 bis 4 Jahren Zeitverzögerung rechnen muss und intern auch rechnet. Das hat schon mal der frühere Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Toni Hofreiter, mit 11,3 Milliarden mal beziffert. Und hier beschweigt sie einfach aus. Die Bahn vermittelt uns den Eindruck einer Gegensteuerung. Diese Gegensteuerung hat sie schon mal 2009 unternommen, darüber wurde auch bereits in der Zeitung berichtet, nämlich 2009, als 891 Millionen Euro gegenüber der zuvor ergangenen Rechnung nach unten schön gerechnet wurden. Jetzt kommt die Schönrechnung in Höhe von 100 Millionen Euro. Auch die ist illusionär, nicht genehmigt und würde die betroffenen Bewohner und das Mineralwasservorkommen untragbar gefährden. Der Bahnvorstand nimmt auch KESS eine mögliche Kostensenkung von 100 Millionen Euro in Anspruch, die er aber, wie gesagt, die man als unseriös und unglaubwürdig einschätzen muss. Was ich für die stärkste Angreifbarkeit der gesamten Berechnung der Bahn halte, und das wird auch nach dem Vortrag von Dr. Viereck sichtbar, der ja 2 Schwerpunkte genannt hat, einmal die Planerschwernisse im Bahnhofszentrum, also über 900 Millionen, hat er da angesetzt und dann die nominelle Kostensteigerung, die mit über 800 Millionen zu Buche schlägt. Und wenn nun hier eben keinerlei Risikopuffer mehr verbleiben würde, dann würde die Bahn eigentlich in aberwitziger Weise ein Großprojekt in 2-stelliger Milliardenhöhe hier meinen, führen zu können. Und das zeigt eigentlich, dass die Planung konfus und nicht mehr haltbar ist. Ich möchte nicht vertiefen, nur kurz erwähnen, natürlich gibt es auch die tiefgreifenderen Bedenken, die die Verkleinerung des Bahnhofs betreffen, die Gefährdung von Leib und Leben betreffen, durch die 6-fache Gleisneigung, durch ungelösten Brandschutz und dergleichen. Das ist ja noch gar nicht hineinbezogen, die Frage, dass es eben auch absolute Hindernisse in der Umsetzbarkeit der Planung gibt. Das möchte ich nur kurz angetippt haben. Im Ergebnis, meine Damen und Herren, ist festzustellen, es gibt eine dramatische Kostenverschleierung, die die Bahn hier seit Jahren betreibt und die jetzt wieder sichtbar wird. Und es gibt eine eingestandene Bauzeitverzögerung, die beide zusammen zeigen, dass dem Bahnvorstand die Projektentwicklung längst entglitten ist und der Bahnvorstand mit dieser Projektentwicklung schlicht überfordert ist. Kein Vorstand der Welt kann dieses Projekt mehr retten. Da ist es die Stunde des Aufsichtsrats, keine verbalen Luftblasen
zu erzeugen, sondern Konsequenzen zu ziehen, und zwar zuerst den Sachfragen. Natürlich verbinden sich mit den Sachfragen die Personalkonstellationen, dass dahinter Volker Käfer und Rüdiger Grube stehen, die aber auch eigentlich Umsetzer von politischen Meinungen gewesen sind. Welche Stühle wackeln, das ist zwar spannend und interessant, aber noch wichtiger erscheint uns, dass endlich Weichenstellungen stattfinden, die sachbezogen eine bahnfreundliche, dauerhaft sinnvolle Politik einleiten. Wir fordern, dass die Fakten, die hinter diesen Meldungen der Bahn stehen, vollständig, nahtlos auf den Tisch kommen, dass natürlich auch unbedingt eben die Frage des Ausstiegs rein kalkulatorisch einbezogen werden muss. Und unsere Botschaft ist, die Öffentlichkeit und der Bahnaufsichtsrat sollten die dramatischen Stuttgart 21 Kostensignale als Chance für den Umstieg verstehen. Auch die Bauzeitverzögerungen sind erleichtern ja geradezu in Wahrheit den Umstieg, sind eine Steilvorlage, um nochmal zu später Stunde sozusagen die Dinge zu bedenken und die hier nicht säumig zu sein. Der Aus- und Umstieg auf den modernisierten Kopfbahnhof ist heute notwendiger denn je, aus verschiedenen Gründen auch aus diesem Kostenkalkül zwingend, weil er um Milliarden Euro günstiger liegen wird als der Weiterbau von Stuttgart 21. Wir im Aktionsbündnis haben als Freunde der Bahn den 20 Aufsichtsräten am Freitag dieser Woche ein weiteres Mal geschrieben und die Gesprächsinitiative der Expertenarbeitsgruppe für die Umstiegsoptionen unterbreitet. Das wird jetzt näher einer Sauerbau erläutert. In der Überleitung nur zu Klaus Gebhardt nachher. Wir sind also in der etwas paradoxen Situation, dass hier ein Projekt fortgesetzt wird, von dem eigentlich alle wissen, dass es kein sinnvolles Projekt ist, dass es mit riesen Kostenentwicklungen verbunden ist. Herr Grube hat ja schon vor Jahren gesagt, wenn man das alles vorher gewusst hätte, was jetzt eingetreten ist, hätte man dieses Projekt nie begonnen. Und Herr Hensel, seines Zeichens Aufsichtsratsmitglied der DB von der EVG, also von DB Cargo, der hat ja kürzlich gesagt, dass so ein bisschen bedauernd 2013 hätte man das Projekt noch beenden können. Also Hintergrund dieser Aussagen ist immer, es wird ein Projekt weitergeführt, weil man eben schon so tief drin ist, weil man schon so viel gebaut habe. Ist der Eindruck der Unumkehrbarkeit entstanden. Und mit dem muss sich natürlich jemand auseinandersetzen, wie wir, die wir das Projekt nicht für sinnvoll halten und aus diesem Projekt gerne aussteigen würden. Der Volksmund hat für solche Konstellationen verschiedene Bilder. Ein Bild ist das von dem Holzweg, auf dem man tunlichst nicht weitergehen sollte, sondern umkehren sollte. Oder das Bild von dem schlechten Geld, dem man kein gutes Geld hinterherwerfen sollte. Es gibt auch in der Betriebswirtschaftslehre einen Begriff für diese Konstellation, das nennt sich Sunk-Cost-Fallacy-Trap, das heißt so viel wie, es sind im Grunde verlorene Kosten, die man sich eingestehen muss und an denen man sich nicht klammern sollte und noch weitere Kosten produziert, die nachher im Grunde die Sache nur noch teurer machen. Also vor diesem Hintergrund würden wir sagen, uns damit auseinandersetzen, was ist der Grund, warum so an dem Projekt festgehalten wird. Es ist, glaube ich, einerseits die Angst, dass ein Ausstieg einfach in eine unkalkulierbare Situation führen würde. Hier ist allerdings so, wenn man allein die deutsche Geschichte von Großprojekten sich anguckt, dann wäre das nicht das erste Mal, dass ein Großprojekt ähnlicher Dimension wie Stuttgart 21 beendet worden ist. Ich erinnere nur an den schnellen Brüder von Kalka, an die Wiederaufbereitungs
Lage in Wackersdorf oder an den Transrapid, um nicht gleich die ganze Atomindustrie, aus der jetzt gerade der Ausstieg stattfindet, zu zitieren. Die ersten drei genannten sind alles Großprojekte in ähnlicher Größenordnung, wo es um Milliarden, 9 bis 10 Milliarden beim schnellen Brüter und der Wiederaufbereitungsanlage. Der schnelle Brüter war schon fertig gebaut und ist nie in Betrieb gegangen. Die Wiederaufbereitungsanlage ist beim Stand von 2 Milliarden Kosten abgebrochen worden. Vorgesehen waren 10 Milliarden. Allerdings damals, das war um die 80er Jahre, da ging es um D-Mark. Aber wenn man das hochrechnet, wird man sehen, das sind vergleichbare Größenordnungen. In so einer Situation sind wir ja auch. Also ein Ausstieg würde um die 2 Milliarden kosten. Das Projekt liegt bei 10 Milliarden in den aktuellen Kostenschätzungen. Das heißt, ein Ausstieg würde erhebliche Mittel freimachen, über die man in einer konstruktiveren Weise verfügen könnte. Auf der anderen Seite